Hallo, wenn du wissen möchtest, ob dieser Tattoo Brow, dieses Augenbrauengel von Maybelline funktioniert, ob es überhaupt was taugt, dann bleib doch einfach dran. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Heute gibt es eine Review über das Tattoo Brow in Waterproof. Also das ist ein Augenbrauengel. Und ich hatte schon mal ein dieses Peel-Off-Gel mal getestet. Kann ich euch gerne hier oben verlinken. Und in der Infobox, da habe ich eine Review gemacht, war mit der Farbe nicht sehr zufrieden. Aber hier habe ich jetzt mir eine Farbe raussuchen können, die eventuell ganz gut passen könnte. Und zwar ist das die Farbe 06 Deep Brown. Was kann dieses Tattoo Brow? Was verspricht die Homepage von Maybelline? Und zwar sagt Maybelline, mit dem Tattoo Brow Waterproof Gel verwandelst du ausdruckslose Augenbrauen im Handumdrehen in natürlich volle Wow Brows mit bis zu 2 Tagen Halt, ohne zu verwischen oder abzufärben. Auftragen, verblenden, hält. So, das wollen wir jetzt einfach mal ausprobieren. Das Ganze kommt in so einer Verpackung und dort befindet sich so eine Tube und ein Bürstchen, genau, zum Verblenden wahrscheinlich. Und wenn ich die Tube aufmache, dann haben wir hier so einen Applikator, mit dem man dann die Augenbrauenfarbe auf die Augenbrauen auftragen kann. Und die ist so gestaltet, dass sie ziemlich buschig ist. Das sind buschige Härchen, die dann wahrscheinlich diesen Wow-Effekt hervorrufen sollen. Es ist auch eher für dünnere Augenbrauen gedacht, steht hier. Und ich probiere das jetzt einfach mal aus. Also, wie funktioniert das Ganze? Hier gibt es auch eine Schriftanleitung auf Englisch. Ne, auf Deutsch, da ist auch dabei. genau, und der Schrittanleitung werde ich jetzt folgen. Zunächst überschüssige Formel vom Applikator abstreichen. Das machen wir jetzt einfach mal. Überschüssige Formel vom Applikator abstreichen. Habe ich gemacht. Und dann in der Mitte der Braue anfangen und sie mit dem Augenbrauengel auffüllen und in Form bringen. Sieht ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Ja gut, ich habe ja auch von Natur aus, eigentlich sind meine Augenbrauen ganz okay, so von der Breite, aber die müssen halt immer aufgefüllt werden. ja, okay. Der nächste Schritt, also der zweite Schritt ist, genau, die äußere Augenbraue definieren mit dem Gel, habe ich gemacht. Und als dritten Schritt geht man dann halt mit dem Bürstchen hin und verblendet das Ganze leicht. Fertig!
Also, ich muss sagen, das erste Fazit? Mal im Googeln. Das Fazit? Ja, das Fazit. Das erste Fazit ist, es lässt sich ganz einfach auftragen. Es lässt sich auch am Ende ganz präzise auftragen. Und ja, es muss jetzt noch ein bisschen trocknen und die Anwendung finde ich super, super einfach. Also ich bin sehr positiv überrascht bis jetzt. Ja, und die Farbe. Leute, die Farbe passt. Wenn ihr euch das andere Video anschaut, da passt die Farbe überhaupt nicht. Mit dem Tattoo Brow Peel Off Gel. Aber das passt. Perfekt. Also ich bin wirklich sehr zufrieden bis jetzt. Wir wollen aber noch mal testen, wie lange das Ganze überhaupt hält. Ich werde natürlich heute mein Gesicht waschen und morgen früh auch. Und dann würde ich mich wahrscheinlich morgen bei euch wieder melden, beziehungsweise heute in diesem Video, aber ich werde mich dann halt morgen nochmal zuschalten, aber heute. So, da bin ich wieder, diesmal mit meiner Handykamera. Und zwar habe ich das Tattoo Brow, ja gut, jetzt sind es schon 4 Tage und das Tattoo Brow ist komplett weg. Das ist auch super okay, aber ich muss wirklich sagen, es hat auf jeden Fall mindestens 2 Tage komplett gehalten bei mir. Und dann am 3. Tag ging es los, dass sich das hier an den Seiten, ja, dass die Farbe einfach abgegangen ist. Und also mich hat es wirklich gewundert, dass das so lange gehalten hat. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, mit 2 Tagen. Und ich finde, das ist ein ganz tolles Produkt. Ich werde mir auf jeden Fall nachkaufen, wenn es leer sein sollte, weil es lässt sich einfach auftragen, wie ja, mit diesem Bürstchen. Und ja, präzise, man kann damit präzise arbeiten, finde ich. Und es gibt einen natürlichen Look. Für meine Augenbrauen jetzt speziell. Genau, also ich würde, wie gesagt, das Produkt weiterempfehlen und ich bin damit super zufrieden. Müsst ihr einfach mal schauen, welche Farbe für eure Augenbrauen geeignet ist. Das ist die Farbe Dark Brown. Es ist nicht zu rot, ne, Deep Brown. Es ist nicht zu rotstichig und ich bin mega, mega zufrieden. So. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal, wenn du keines der Videos verpassen möchtest. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.